Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein, nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. Akio! Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio! Ach hier! Revelio. Accio. Huh.
Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Akio! Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie dieses Eisen vor Flohpulver war. Akio! Rebellion. Akio. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Rebellion. Was haben Sie jetzt vor? Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und?
Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück.